Moin moin und damit willkommen zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Na, das war ja mal ein famoses Intro. Also ein König wurde schon mal umgebracht. An den Farben oder sonstigen Hinweisen konnte ich jetzt nicht erkennen, König von was und wer. Den Kerl, den wir da gesehen haben. Ja, so Lederrüstung und er hat Zeichen gewirkt und irgendwie Magie gewirkt. Bekomme ich ja die Vermutung, dass das vielleicht ein Hexer ist. Aber ich habe da jetzt kein Medaillon sehen können. Mehr so eine Kette, die er auf der Brust hatte. Sehr interessantes Intro. Wirft schon mal viele, viele Fragen auf. Es ist ja wieder das Outro-Video von Witcher 1. Da ging ja auch schon jemand, der anscheinend sehr offensichtlich ein Hexer war, auf Volltest los. Ja, ich glaube, hier werden Könige vielleicht der Reihe nach sterben. Wer weiß. Ein neues Spiel. Und wir wollen einen Spielstand aus Witcher 1 importieren. Und der Flammenrose, das... Genau, da waren wir dann wieder zurück. Das müsste eigentlich sein. Beginn hier, Tempelbezirk. Ja, das müsste er sein. Den letzten Spielstand, den wir da haben. Ich hoffe mal, das klappt. Ein geöffneter Tutorial-Dialog pausiert das Spiel, damit er in Ruhe gelesen werden kann. Auch außerhalb von Tutorials finden sich Hinweise. Startest du eine neue Quest, sagt dir der Text unter der Minikarte rechts auf dem Bildschirm, was du tun musst. Sieh dir die Tutorials auf dem Bildschirm genau an. Du kannst sie jederzeit schließen und wieder aufrufen. Die Tutorial-Dialoge enthalten nützliche Instruktionen und zeigen, welche Tasten es zu drücken gilt. Jo. Das Tutorial, das will ich jetzt einfach mal mitnehmen. Da sehen wir dann vielleicht auch, was Veränderungen gibt. Witcher 2 ist für mich wirklich blind. Scheiße. Das Boot war undicht. Meine Stiefel sind nass. Noch ein Sumpfloch. Na super. Geralt freut sich genauso sehr auf Sümpfe wie ich. Was ich so geändert habe, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es ein Level Cap gibt. Heißt, bei Charakterentwicklung müssen wir uns wirklich gut überlegen, was wir denn machen. Da endet es nicht bei Level 35. Bei Witcher 1 gibt es nicht wirklich ein... Also jetzt technisch kein Level Cap. So viel, wie ich in Erfahrung bringen konnte. Beute aufnehmen. Nehmen ein Behältnis. Ganze Beute auf einmal mit der Leertaste. Okay. Ah, da. Okay, und hier sehen wir jetzt, was denn drin ist. Ankündigung, große Arena, Stiefel des Knappen und Ohrens. So, und alles nehmen kann ich jetzt mit Leertaste. Okay, verstehe. Das Inventar. Im Inventar kannst du die Liste von Gegenständen durchsuchen, die Geralt sich zugelegt hat. Manche Gegenstände können getragen und so vom Hexer direkt eingesetzt werden. Du kannst die Gegenstände nach Kategorien sortieren, dies vereinfacht die Suche. Um einen Gegenstand aus dem Inventar zu befördern, zieh ihn auf die Schaltfläche Gegenstand wegwerfen oder drück die entsprechende Taste. I fürs Inventar. Jo, hier hat sich ziemlich was verändert. Wie es aussieht, haben wir jetzt ein Gewichtslevel und nicht Slots. Wirkt schon in der Ecke ein bisschen moderner. Unser Geldbetrag ist hier angegeben. Wir haben hier ein einfaches Langschwert. Hexersilberschwert. Ja, super. Nichts Besonderes. Lederjacke. Ich glaube nicht, dass wir mit
der gleichen Rüstung und den Schwertern, also in der Stärke reinkommen. Ich frage mich, wie die Entwickler das gemacht haben. Ich hoffe nicht, dass nochmal die Amnesie reinkommt. So, wie ist denn hier? Wonach wird das denn dann sortiert? Das ist Gewicht, glaube ich. Ne, das hier ist nach Gewicht sortiert. Ne, das ist umgedreht nach Gewicht sortiert. So, gibt es einen direkten Vergleich mit den... Da, ja, Stiefel des Knappen. Einäscherungsresistenz. So, damit haben wir die ausgewählt. Wir haben ein Rezept. Alchemistisches Rezept. Und es ist auch ein Questgegenstand. Er zeigt uns auch an, was es braucht. Und jetzt auch mal Zahlen zu, wie giftig es ist. Die Dauer in Sekunden. Naja, werden wir sehen. Kann ich einen Rechtsklick? Nee. Ja. Okay. Ist dann vielleicht automatisch gelesen? Bin ich mir nicht ganz sicher. So, Ankündigung, aber mit einem Doppelklick. Ankündigung. Turnier in der großen Arena. Krieger aller Lande, Ritter, Gladiatoren, Soldaten und Waffenweibsvolk. Die große Arena, berühmt im ganzen Norden als Ort der ultimativen Herausforderung, öffnet euch die Tore. Zeigt eure Mut und eure Fähigkeiten. Erringt den Ruhm und das Gold, das wahren Helden gebührt. Wer als würdig erachtet wird, am Turnier teilzunehmen, erhält eine Einladung in die große Arena und die Chance auf ewigen Ruhm. Sehr schön. Und dieser Text ist viel besser zu lesen. Viel, viel besser. Wir können keine Ringe auswählen, fällt mir gerade mal auf. Okay, das sind alle. Und hier können wir dann filtern nach Waffen, Distanzwaffen. Interessant. Rüstungen. Aufwertungen haben wir. Tränke, Fallen, Bomben, Bücher. Nee, das ist nach Gewicht sortiert. Ah, vier Sortierungsoptionen. Moment, gehen wir nochmal auf alle. Ich muss da ja mal hinterherkommen. Das wird alphabetisch sein. Das hier habe ich noch keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich noch Gold wert. Das ist hier nach Gewicht. Gewicht finde ich ziemlich sinnvoll, um schnell vielleicht auch diese Sachen loswerden zu können. Mutagene sind. Das hier ist aber Alchemie, es sind doch nicht die alchemistischen Zutaten. Schemas. Gut, wenn es nichts wie. Kann man auch nicht wirklich verkaufen. Wenn es sich wiegt, dann soll mir das auch sein. Und Gerümpel. Okay, sonst sehe ich hier nicht großartig was Interessantes. Weiter geht's. Dein Tagebuch wurde aktualisiert. Öffne es, um die komplette Questbeschreibung anzusehen. Um eine Quest auf der Minikarte zu verfolgen, markiere sie im Tagebuch als zu verfolgende Quest. Du kannst nur eine Quest auf einmal verfolgen. Okay. Also J wie vorher auch. Schritt für Schritt. Man fragt mich nach Geralts Taten in der Arena. Doch entsinne ich mich eines anderen Abenteuers, was auch eines kurzen, das sich ereignete, noch ehe der Hexer die Stadt erreichte und ewigen Ruhm errang. Es begann mit einem leckgeschlagenen Boot, nassen Stiefeln und Verdrossenheit. Was für ein trostloser Ort. Ein düsterer Wald, ein einsamer, schlammiger Pfad und schreckliche Geräusche von Leichenfressern beim Schmausen. Mittellose Bauern verrammelten die Türen ihrer Karten, und es war nur eine einzige Stimme zu hören, und zwar die eines sterbenden Mannes. Okay, davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Hierunter haben wir dann auch die Orte, Charaktere, Monster, Handwerk. Ja, stimmt, hier kommt ein bisschen mehr Crafting rein.
Tutorials, das, was wir bisher hatten, Alchemie. Was können wir denn bisher herstellen? Krähe. Was wir hier nicht unbedingt schnell sehen können, ist, was es denn macht. Monster ist der Trank, steigert die Muskelkraft und verursacht dadurch mehr Schaden im Nahkampf. Hat anders als Blitz keine Nebenwirkung. Okay. Goldener Pirol. Moment, hier... Das ist vielleicht Angriffskraft. Nee, kann's nicht sein. Blutenresistenz, Einäschungsresistenz, Giftresistenz. Okay, da wird... Der ist gut gegen Gifte. Petris Filter. Zeichenschaden plus 7, okay. Ziemlich giftig im Vergleich. Falkas Blut. Falkas Blut erhöht den Maximalschaden von Schwertern. Im Unterschied zu Brandung besteht je nach Glück die Möglichkeit, dass der Hexer einen schwachen Hieb ausführt, als hätte er kein Öl aufgetragen. Oder aber einen sehr starken. Der Name des Öls geht auf die Tochter König Friedangs zurück, einer für ihre Grausamkeit berüchtigte Rebellen. Falkas Blut ist besonders wirksam bei Gegnern mit hoher Vitalität und schwerer Panzerung. Okay. Braunöl. Bluten plus 30. Ah, das ist ein Öl, klar. Katze wäre jetzt ziemlich praktisch. Was das macht, wissen wir. Samum. Ja, eine Bombe. Keine Ahnung, ob wir hier Bombe tatsächlich mal benutzen werden. Er trennt hier anscheinend zwischen Vitalitätsregeneration und Vitalitätsregeneration im Kampf. Das ist interessant. Also der Heiltrankschema, was wir da haben, würde uns im Kampf nicht wirklich heilen. Okay, damit und Glossar. Damit haben wir jetzt auch unser neues Journal kennengelernt. So, wir haben da den Pfeil und da ist die Nord-Variante. Ich weiß nicht, ob Alt mir immer noch Sachen anzeigt. Dieser Hinweistext ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu groß. Bolton von Eisenfurt. Wer bist du? Ich tu dir nichts. Lässt du mich deine Wunden ansehen? Komisch. Siehst nicht wie ein Wanderpriester aus. Oh, verflucht. Das Reden schmerzt. Mich hält wohl nur noch die Rüstung zusammen. Ich suche Hilfe. Vergebens, fürchte ich. In dieser Gegend öffnet man keinem Fremden die Tür. Es wäre gut, wenn du mal einen Knappen fändest. Wird ihm ganzes Fell gerben dafür, dass er vor den Leichenfressern weggelaufen ist. Betrachte es als meinen letzten Wunsch. Ich habe seine Leiche am Fluss gefunden. Ich dachte, das wäre eine Leiche. Ich brauche dir einen Regenerationstrank. Du bist kein Hexer, er könnte dich also umbringen. Aber wenn ich nicht irre, hältst du dich ohnehin schon für tot. Es besteht eine gewisse Chance, dass dein Körper mit den Giften zurechtkommt und dann ausheilt. Eher vergehe ich in diesem Loch, als mich zum Mutanten machen zu lassen. Das hat mit Mutation nichts zu tun. Bleib ruhig und lieg still. Ich muss ein paar Kräuter suchen. Das ist ja richtig nett von Geralt. Ein neuer Questabschnitt hat begonnen. Dein Ziel ist auf der Minikarte oben rechts auf dem Bildschirm markiert. Die gelbe Markierung führt dich zum Ziel der Quest, die du verfolgst. Okay. Ups, nicht Escape. So, dann wollen wir das doch mal. Ja, das ist aber auch unsere aktuelle Quest. So, hier müssten... Verwende das Medaillon, um Behältnisse, Kräuter, Monster... Orte der Macht sowie Gefahren in der Nähe zu identifizieren. Achso, und dann muss es sich wieder aufladen. Interessant. Y. Ah, okay.
Verstehe. Das ist anders als Blüte der weißen Myrte. Als es bei Witcher 1 dann der Fall war. Hier war doch auch noch was. Da. Finde ich ein bisschen besser integriert. Wir haben nicht mehr die Reichweite. Das ist etwas schade. Aber wirkt ein bisschen vernünftiger, dass wir durch die Hilfe unseres Medaillons dann die Sachen entdecken können. Um Tränke, Bomben und Klingenöle herzustellen, benötigst du das entsprechende Rezept und die Zutaten, die darin genannten Substanzen enthalten. Du kannst nur Mixturen herstellen, wenn du meditierst. Rezept und Zutaten kannst du in Läden kaufen und an verschiedenen Orten finden. Auch aus manchen Pflanzen und Monsterkadavern lassen sich Zutaten gewinnen. Das Schnellmenü. Okay. Übersteuerung. Erst will ich aber nochmal sehen, ob es hier noch irgendwas gibt. Hilft das gedrückt halten? Wo sehe ich eigentlich, wie lange das vielleicht zum Aufladen braucht? Da. Ich glaube, die Augen von unserem Wolf oben links. Ah, Meditation. Hier können wir unser Schwert auswählen. Ich sehe schon, Steuerung werden wir häufig verwenden. Und da wechseln wir auch zu den Zeichen. Aber mit welcher Taste? Ich habe Art schon in der Schnellauswahl. Und was ist hier? Naja, werden wir noch alles erfahren. Level 1. Chemie, Leertaste. So, hier haben wir Heiltrank. Da haben wir auch von allem etwas da. Stellen wir es her. Okay. Vielleicht ist jetzt nur Quest begründet, dass wir die anderen Rezepte nicht sehen. Oder weil wir nicht die richtigen Sachen dabei haben. Ups, falsch rum. Ja, es ist wirklich verdammt dunkel hier. Moment, Umschalttaste habe ich dann. Nee, habe ich keinen Mauszeiger. Schluck diesen Trank. Versuch nicht zu reiern. Trink ihn. Du lebst noch, das lässt hoffen. Aber bis du wieder der Alte bist, wirst du dich gedulden müssen. Bleib einfach da und warte. Bist kein Mutant, da dauert es ein paar Tage, bis du dich erholt hast und wir dich hier wegbringen können. Danke, Hexe. Bei Kreve. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit. Ich bin Geralt von Riva. Bolton von Eisenfurt. Ich bin hergereist, um in der Arena mein Glück zu versuchen. Ein paar Leichenfresser haben mich überrascht, wuselten mir ums Pferd, das ging hoch und da bin ich in voller Rüstung runtergekracht. Hab mich dann mit kaputten Knochen hierher geschleppt. Jämmerliche Geschichte, aber so war's. Klingt nach einer Auftragsarbeit für mich. Wohl kaum. Würden die Leichen nicht gefressen, würden sie faulen, stinken und Pestilenz verbreiten. Verfluchter Dreck. Die Leichen aus der Arena. Die werfen sie einfach in die Klamm. Die Toten unterhalten zwar die Leute nicht, aber sie halten die Leichenfresser fern. Gute Besserung, Bolton von Eisenfurt. Und leb wohl. Du musst meine Einladung annehmen. Wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was ich über Hexer gehört habe, müsstest du in der Arena gut klarkommen. Danke, Bolton. Ich habe zu danken. Und falls du keine Einwände hast, Geralt von Riva, würde ich jetzt gerne ein bisschen schlafen. Ja, mach das ruhig. Wir wollen keinen Ärger. Fort mit dir. Verschwinde.
Bring die Leiche hier weg, ehe sie die Monster anlockt. Der ist nicht tot. Okay, ich sehe mich schon, wie ich ganz häufig das Amulett benutze. Da ist nichts. Hier geht's rüber. Wer weiß, ob wir überhaupt die Sachen aus dem Tutorial mitnehmen. Wer schleicht da durch die Nacht? Fahrt mit dir, Verfluchter, sonst hetze ich die Hunde auf dich. Hier draußen habe ich Leichenfresser, also schick deine Kläffer ruhig vorbei. Scherz, Boltwi. Das seid ihr alle. Ihr findet euch so witzig. Bis ihr in die Arena geht, dann ist Schluss mit dem Theater. Ich scherze ganz und gar nicht. Ich bin durchnässt und halb erfroren. Lass mich rein. Aha, ein Vampir. Blutsauger lass ich nicht rein. Oh nein, ich hab hier Aal in Knoblauch. Was sagst du nun? Der Aal in Knoblauchprobe unterziehe ich mich gern. Oder der fließend Wasserprobe, der Bierprobe. Wer weiß, was du bist. Das Böse kriecht durch die Nacht und verdirbt anständige Leute. Ich warte einfach, bis morgen früh der Hahn kräht. Wenn du mit dem Sonnenaufgang nicht verschwindest, lass ich dich rein. Ich soll hier warten? Heda! Also schön. Mal ein Plätzchen zum Ausruhen suchen. Na super. Dürfen wir hier also meditieren, ne? Kannst für eine festgelegte Dauer meditieren, anstatt zu warten. Schnellmenü, Meditation. Okay. Zeit abwarten. Bis... wir haben jetzt Nacht und bis zum Morgendämmerung. Ach, der Hahn kräht. So. Können wir jetzt rein. Noch da, Stinksack? Der Hahn hat gekräht und ich bin noch da. Dass ich miefe, ist möglich. Hast du eine Einladung? Hab ich. Dann rein. Viel Glück in der Arena. Ach, Geralt ist auch hier wieder schön zynisch. Was ist der Außeneingang zur Arena? Und wir werden gleich in den Kampf geschickt, oder was? Kampfübungen. Willkommen beim Kampftraining. Dieser Teil des Tutorials macht dich mit den grundlegenden Kampftechniken vertraut. Du musst mehrere Aufgaben erfüllen und dann werden deine neuen Fähigkeiten getestet. Zieh das Stahlschwert, zieh das Silberschwert. Du kannst die Waffe mit derselben Taste wieder wegstecken. Okay. Also auf 1. Zieh dein Stahlschwert. Dreh die Kamera zu dem Gegner, den du angreifen willst. Wenn du dich auf einen ausgewählten Gegner konzentrieren willst, markiere ihn. Okay, mit Alt kann ich Gegner markieren. Ja, man darf nicht zu weit weg sein. Einen starken Angriff. Okay, das ist dann mit Rechtsklick. Okay, das Kampfsystem ist anders. Langsame Gegner landen schwere Attacken, schnelle Gegner landen leichtere, greifen aber häufiger an. Kämpfe erfordern auch Ausweichen und Blocken. Denk daran, dass du den Schaden, den Geralt einsteckt, nur reduzierst, wenn du blockst. Wie block ich denn? Magische Attacken lassen sich nicht blocken. Man kann ihnen ausweichen oder sich mit Zeichen schützen. Verrätst du mir jetzt auch, wie ich denn blocke? Die Energie wird vom gelben Balken oben links auf dem Bildschirm dargestellt. Blocken gegnerische Angriffe und Wirken von Zeichen senken die Energie. Okay,
Zeichen und Blocken sind jetzt Ausblocken mehr oder weniger so eine aktive Fertigkeit. Oder das Parieren, wie es vorher war. Und Zeichen kommen aus einer Energieleiste. Okay, wenn das leer ist, kann ich keine Zeichen mehr wirken, aber immer noch blocken. Heißt, Zeichen sollten hauptsächlich am Anfang eines Kampfes gewirkt werden. Und es regeneriert automatisch selbst. Jetzt wüsste ich... wie er zum Angriff kommt, okay. Ja. Er geht. Okay, ausweichen. Verstehe, mit Leertaste dabei. Konter. Ein Konter erlaubt dir, einen gegnerischen Angriff mit einem Gegenangriff zu quittieren. Halte dazu die Blockentaste gedrückt und greife an, wenn das Kontersymbol beim Gegner erscheint. Außerhalb des Tutorials ist der Konter erst verfügbar, wenn die entsprechende Fähigkeit freigeschaltet wurde. Okay. Ah, okay, das ist gleich davor. A-Zeichen. Jeder Einsatz eines Zeichens kostet einen Energiepunkt. Die aktuelle Anzahl von Energiepunkten siehst du in der linken Ecke. Art betäubte Gegner. Wirke die ausgewählten A-Zeichen gegen deinen Feind, indem du entsprechende Taste drückst. 5. Ernsthaft? Ja! Kritische Effekte. Neben den Grundschaden können Geralt und seine Gegner auch kritische Effekte im Kampf bewirken. Dies sind Zusatzeffekte von Angriffen. Sie wirken für eine gewisse Dauer. Die Effekte betäuben und Niederschlag erlauben Geralt, seine Gegner sofort zu besiegen. Allerdings sind manche Gegner immun gegen bestimmte Effekte. Die Effekte, die gerade auf Geralt wirken, siehst du im oberen Bildschirmbereich. Okay, nochmal eine schöne Tötungsanimation. Schnellmenü. Drücke die entsprechende Taste, um das Zeichen auszuwählen, das du einsetzen willst. Du kannst auch durch die Zeichenleiste scrollen, bis das gewünschte Zeichen ausgewählt ist. 3. Aber 5 finde ich schon ziemlich blöd. Kritische Effekte auf Geralt. Der Magier hat den kritischen Effekt Einäscherung auf dich gewirkt. Solange dieser wirkt, erleidest du zusätzlichen Schaden. Jeder dieser Effekte, positiv wie negativ, dauert eine bestimmte Zeit an. Und die Dauer wird uns angezeigt. Das ist schon mal schön. 3 Sekunden. Vitalität ist weiter unten. Gwen-Zeichen wirken. Okay, machen wir das doch. Gwen. Absorbiert Schaden. So. Und, ach, ernsthaft? Das muss ich irgendwie mal ändern. Es kann doch nicht sein, dass hier die Zeichen... Und jetzt Axie. Na gut, das können wir auch mal machen. 9. Ernsthaft? Denkt an das Gold! Donnerschlag! Vorsicht! Ja, und was bist du, ha? Huh? Ah, gedrückt halten. Verstehe. Jeden Zeichen ist magische Bodenfalle. Werden gelebt. Okay. Jeden. Nummer 6. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Lock den Gargoyle hinein. Wunderbar. 7. Okay. Igni.
Sehr schön. Die neuen Effekte gefallen mir. Um einen Gegenstand wie Bombenfallen, Köder oder Wurfmesser im Schnellzugriff zu platzieren, öffne das Inventar und ziehe den gewünschten Gegenstand in den Schnellzugriffsbereich. Okay. Die Sachen hier erstmal rausnehmen. Und ein paar Sachen für den Schnellzugriff. Wurfmesser. Bombe. Ah, das ist eine Falle. Und Taste 4. Ich werde... 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 1, 2, 3, 4. Wähle eine Bombe aus dem Schnellzugriff. So, das haben wir jetzt. R. Okay. Mit gedrückt halten kann ich genauer zielen. Ah, verstehe. Ich werde das alles wieder vergessen. Das weiß ich jetzt schon. Falle. Okay. Komm her, komm her. Hahaha. So, Wurfmesser. Kriegen wir auch hin. Was? Wo ist der denn? Ups. Au. Moment. Ich muss mich nochmal dran gewöhnen, dass ich Leertaste zum Ausweichen gedrückt halten muss und nicht einen Doppelklick. Achso, hier könnte ich auch genauer zielen. Während der ersten 6 Level kannst du nur Fertigkeiten aus dem Hexer-Ausbildung-Entwicklungsschema erlernen. Erhältst du weitere Talentpunkte, kannst du sie in Fertigkeiten aus den übrigen 3 Entwicklungsschemas investieren. Magie, Alchemie, Schwertkampf. Und da müssen wir sehr gut haushalten. Dein Charakter ist ein Level aufgestiegen. Öffne das den Charakterfenster. Ja, kann ich jetzt auch raus. Mutagene. Mutagene modifizieren bestimmte Fertigkeiten von Geralt. Um eines zu verwenden, öffne das Charakterfenster und wähle eine Fertigkeit mit einem Mutagenplatz im Hexerausbildungsentwicklungsschema und mutiere sie. Und Mutagene finden wir anscheinend beim Monsterkadavern. So, aber... weil ich es gerade sehe. An der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Und schauen uns dann mal das Charaktermenü an. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.